Freiräume, Visionen, Veränderung. Sachsen-Anhalt ist das Kernland weltverändernder Ideen. Welterbe, so wie Quedlinburg mit über 1300 Fachwerkhäusern aus 6 Jahrhunderten. Dieses Land ist die Quelle universeller Gedanken, welche die Welt verändert haben und bis heute prägen. So ist Sachsen-Anhalt das Ursprungsland der Reformation. Die Moderne hat ihre Blütezeit hier mit dem Bauhaus erlebt. Modernes Denken ist bis heute wichtiger Bestandteil der Menschen hier. Hier ist's unendlich schön, sagte schon Goethe über das Gartenreich Dessau-Wörlitz. Heute UNESCO-Welterbe. Genauso ist das Biosphärenreservat Mittelelbe UNESCO-Modellprojekt für nachhaltige Entwicklung. Schon seit der Bronzezeit prägen die Welterbestätten ganze Epochen. Die Himmelsscheibe von Nebra ist die älteste bekannte Darstellung kosmischer Phänomene und enthält das Wissen mehrerer Generationen. Modernes Denken und herausragende Kulturgeschichte sind das Markenzeichen des Landes im Herzen Deutschlands mit Nähe zur Bundeshauptstadt Berlin. Die Kraft von 6 hier Gestalt gewordenen Ideen hat die UNESCO als Erbe der Menschheit anerkannt. So ist auch der Naumburger Dom einzigartiges Zeugnis der mittelalterlichen Architektur und Meisterwerk menschlicher Schöpferkraft. Freie Gedanken prägten diesen ganz besonderen Flecken in Deutschland. Dieser Geist wirkt bis heute fort.